Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Let's Play von mir, und zwar dieses Mal aus Automation, The Tycoon Car Company Game. Und ja, das hat direkt, indirekt was mit BeamNG zu tun. Und ja, in dem Game kann man für BeamNG Autos bauen und Motoren designen. Und ja, habe ich mir mal gedacht, nehme ich euch einmal mit dazu. Und ja, wenn es euch gefällt, lasst gerne eine Bewertung da, schreibt es einen Kommentar. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns einmal das Game an. Schaut, das ist es wieder. Ah, egal. Schauen wir uns den einmal an. Ich werde dafür das nächste Mal dann schauen, was da der Fehler ist. Oi, 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 oi. Da war noch kurz. Mann. Draußen. Ei, Herr Kollege, ich komm. Herr Kollege, ich komme. So. So Leute, jo, dann sag ich mal, machen wir weiter. Der hat jetzt 1091,8 Kilowatt bei 7800 Umdrehungen. So, automatischer. So, dann gehen wir auf Fahrzeugdesigner. Da habe ich schon was vorbereitet. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir das einmal auf und verbauen wir den Motor.
Ich hab das jetzt dann so mal gelassen. So, schaut zwar ein bisschen komisch aus, die Karre, aber wie gesagt, jo, dann würde ich sagen, exportieren wir das Ganze. Jetzt exportiert er das Ganze und dann zeige ich euch das in einem anderen Game wieder. Vorigen Hälfte des Videos haben wir ja das Auto fertig gemacht und jo, jetzt sind wir da auf der Drag Race stecken und jo, jetzt marschieren wir mal zum Auto, da vorne steht er schon und ja, dann testen wir mal aus, wie es funktioniert, wie der Sound ist, Herr Kollege, das müssen wir noch machen, da ist ein Spoiler in der Scheibe. Ja, aber das werden wir machen. So, dann reißen wir mal an die Karre.
Hört sich ja schon gut an. Es fängt schon gut an. Jo, ich bin wieder mit meinem G29 unterwegs. Deswegen wundert euch nicht, falls ihr etwas Tastengeräusche hört. Und jo, dann haben wir uns schon einen Gegner ausgesucht. Und zwar das stärkste Drag Race Auto, was es da gibt. Und jo. Und ja, das war's einmal mit dem Auto. Wow. Ich habe einfach das stärkste Auto schnell fertig gemacht. Jo, jetzt dann suchen wir uns den nächsten aus. Und jo, jetzt machen wir ein paar Autos fertig. Und dann schreibt gerne eure Meinung zu dem Auto in die Kommentare. Und dann schauen wir das nächste Mal, was wir das nächste Mal bei den Autos bauen. Und jo, entschuldigt mich, wenn mich zu wenig red bei euch, aber ich muss mich da konzentrieren. Beim Start ist das Auto zu schwach. Wow. Ich muss nochmal den Start üben, das hilft nichts. Warum fährst du vor, wenn ich auf der Bremse stehe, hat's die? Das war der Frühstart, Herr Kollege. Ja, haben wir 1092 kW. Leistung vom Motor her. Und ja, ich werde jetzt gleich mal die PS von dem Auto einblenden. Wow, muss ich noch mal. Ist ja Start. Start müssen wir bei den Auto noch umbauen. Ja, jetzt machen wir dann noch einmal anders. Ja, können wir das machen. Und jo, dann schreibt gerne einmal eure Meinung zu dem Video in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Lasst mir das gerne wissen, damit ich für euch mehr machen soll. Und jo. Wow, es ist schon gut. Jo, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gern Bewertung da, wie gesagt. Und wenn es noch Vorschläge, Wünsche habt, auch gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns zum nächsten Beam & G-Drive Video. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.